Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute schauen wir uns mal den Biotherm-Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. UVP-technisch liegt er bei 89 Euro. Ich habe ihn aber gerade bei meinen Recherchen auch schon für 65 gefunden. Ich setze euch mal das beste Angebot, was ich so finden kann, in die Infobox rein. Ansonsten haben viele Homepages ja auch immer krasse Rabatte darauf. Jetzt schon im Oktober läuft. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber nun. Hier habe ich den Biotherm Happy Holidays Adventskalender, der sehr, sehr hübsch aussieht, muss ich sagen. Und auch von innen mag ich den sehr gerne leiden, auch wenn es ein Kläppchen-Adventskalender ist. Da hätte noch mehr gehen können. Trotzdem finde ich, dass der einfach richtig toll aussieht. Mag ich sehr gerne leiden, spricht mich irre an. Und ich bin gespannt, was wir hier drin finden werden, ob der Preis gerechtfertigt ist oder eben nicht. Am 1. Dezember geht es schon gut los. Und zwar mit einem Serum ist das, ne? Regenerating Serum Live Plankton Elixier. Das sind 7 Milliliter hier drin. Kommt in der gleichen Verpackung, wie wir das zum Beispiel von dem Lancôme Advanced Genifique kennen. Und ein sehr gutes Serum, aber ich habe es tatsächlich auch mal getestet. Für mich ist der Duft nicht ganz so geil. Am 2. Dezember haben wir ein Micellenreinigungswasser, um halt quasi unser Gesicht zu reinigen. Das Biosource Total and Instant Cleanser and Makeup Remover. 30 Milliliter sind hier drin. Das ist eine schöne Größe zum Verreisen, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Ne? Eine gute Sache, würde ich als ersten Schritt vom Double Cleansing nehmen, also danach nochmal richtig intensiv mit einem Reinigungsgel oder Schaum das Gesicht reinigen, damit auch alles runterkommt. Oh. Aua, ey, warum meine Finger so aussehen, wie sie aussehen und meine Nägel vor allem, wegen solcher Adventskalender. Denn selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir den dazu passenden Cleanser. Ich finde es so sinnvoll von Biotherm, das nacheinander reinzupacken. 20 Milliliter von dem Biosource Purifying Foaming Cleanser. Und das ist einmal dieses Produkt hier. Finde ich total klasse. Also das haben die gut überlegt, ne? Da einfach beide Reinigungsprodukte sowohl in den Adventskalender reinzupacken, als auch die beiden hintereinander reinzugeben. Weil so wird auch der Konsument, derjenige, der den Adventskalender auspackt, daran erinnert, auch beides zu verwenden. Hier haben wir die Nummer 4 und dort finden wir einen Toner drin. Auch das nach der Reinigung kommt der Toner, dann kommt das Serum, dann kommt die Augenpflege, dann kommt die Gesichtspflege, dann kommt der Lichtschutzfaktor. Das so ungefähr in der Reihenfolge. Ne? Biosource Hydrating and Tonifying Toner für normale bis Mischhaut geeignet. 30 Milliliter sind hier drin. Und hey, irgendwer möchte gerne in diesem Video erwähnt werden. Mal gucken, wer das dieses Mal sein möchte. Meine liebe Katharin, die liebe Julie, Julia, hallo. Vielleicht schneidest du gerade sogar dieses Video. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Die ist heute nämlich ganz, ganz fleißig und schneidet ein paar Videos von mir. Ne? Gut, dann schauen wir mal weiter zu den... Achso, die schneidet einen Teil meiner Videos. Einen Großteil schneide ich noch selber. Nur so für euch zur Info. Und letztens hat auch nochmal Sarah Isabel mir unter die Arme gegriffen. Auch das war ziemlich cool. Denn es werden ja nicht weniger Adventskalender, die hier vor mir stehen, die ich auspacken kann. Jeden Tag kommt da immer was nach. Also genug Content für euch. 5. Dezember, da habe ich jetzt den Tag vor Nikolaus drin. Live Plankton Sensitive Emulsion Fundamental Hydrating Care Soothe and Reinforce. Das wird mit 10 Millilitern dann wahrscheinlich eine Art, ja, entweder Vor-Gesichtscreme oder als Alternative zu einer reichhaltigen Tagescreme und danach kannst du dann gut deinen Lichtschutzfaktor verwenden sein. Sehr, sehr interessant. Also das kannst du einfach morgens und abends auf das Gesicht und die Augen geben. Kannte ich noch nicht. An Nikolaus dürfen wir auch erwarten, dass wir hier Produkte drin haben, die vielleicht werttechnisch etwas höher sind, dementsprechend auch größere Größen. Und hier haben wir auch etwas drin mit 20 Millilitern. Und zwar ist das das Aquasource Hyaluplump Gel mit Hyaluronsäure und Live Plankton Probiotic Fraction. Das ist eine Gesichtscreme. Ich habe die auch schon mal verwendet. Kannst du super morgens verwenden, bevor man halt den Lichtschutzfaktor aufträgt, weil das ist jetzt nicht super reichhaltig, aber es ist pflegend, ne? Es gibt schon Feuchtigkeit und darauf passt bei mir persönlich halt auch der Lichtschutzfaktor richtig gut, der bei mir ja auch ein bisschen reichhaltiger ist. Am 7. Dezember habe ich hier ein Produkt drin, Total Renew Oil. Das ist ein Self-Foaming Oil, removes Make-up and purifies Anti-Pollution, 30 Milliliter. Auch das erster Schritt vom Double Cleansing, wenn man zum Beispiel nicht so der Ultra-Fan von Micellenreinigungswasser ist. Ne? Eine sehr milde Geschichte, eben weil es ein Öl ist. Und dadurch, dass du es dann ja aufemulgierst mit Wasser,
bildet sich ja so ein bisschen Schaum und dieser Schaum ist auch dafür da, um halt das Make-up gut runterzunehmen. Hä? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Aber sie macht einfach nochmal das gleiche wie die Nummer 1. Auch 7 Milliliter. Okay, wir haben das Live-Plankton-Elixier nochmal mit drin, weil es so schön war. Ich meine, theoretisch, wenn du es am 1. Dezember angefangen hast zu nehmen, könnte es ja gut sein, dass es dann eine Woche später, am 8. Dezember, schon leer ist, ne? Aber das ist blöd. Also Biotherma hat ein viel, viel größeres Sortiment. Die brauchen hier keine Doppelung reinpacken, oder? In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Augencreme freuen. Das ist richtig cool. Da haben wir die Live Plankton Eye mit 5 Millilitern. Ich finde auch 5 Milliliter bei einer Augencreme jetzt nicht schlimm oder so. Da beschwere ich mich nicht drüber, weil du schon eine ganze Weile brauchst, um halt so ein Pöttchen aufzubrauchen. Ne? Gerade Augencreme, die verwendet man ja sehr dezent. Und finde ich schön, dass wir das hier mit drin haben. Und mal schauen, welches Produkt sich jetzt in der Nummer 10 verbirgt. Wow, wow, wee, wow. Also ich habe jetzt in der Nummer 10, ja, also krass. In der Nummer 10 darf es nämlich jetzt mit einem weiteren Pöttchen weitergehen. Das ist kein Pöttchen, das ist ein Pott, 15 Milliliter Cera Repair Barrier Cream. Das finde ich richtig geil. Guckt euch das mal an. Also das einfach mal in einer 10 drin zu haben, hätte ich mir vielleicht sogar in einer 6 auch vorstellen können. Richtig geil. Das ist hochwertig, ne? Das ist sogar Glas, würde ich sagen. Schön. Am 11. Dezember haben wir auch was aus der Live Plankton Reihe, aber das ist eine Essenz. Das ist die Fundamental Replumping Treatment Geschichte. 14 Milliliter haben wir hier drin. Das würde ich mir persönlich nach dem Serum auftragen. Man geht bei Gesichtspflege ja auch immer so ein Stück weit nach Konsistenzen, ne? Und das ist auch relativ flüssig, vielleicht sogar vor einem Serum, je nachdem, muss man einfach mal ausprobieren. Sehr interessant. Also hier kannst du auf jeden Fall die Live Plankton Reihe intensiv testen und auch diese Aquasource, Biosource Geschichte ist hier auch relativ gut vertreten. Ja, schauen wir mal weiter. Richtig cool, die Nummer 12 möchte es auch wissen, ne? Denn da haben wir die Blue Therapy Uplift Day Cream drin mit 15 Millilitern. Auch hier wieder so ein schöner Glastiegel. Das macht schon was her. Und hier sieht man auch einfach, warum der Adventskalender 89,95 oder 89 Euro im UVP kostet, weil solche Tiegel, die heben schon den Wert ordentlich an, ne? Das finde ich richtig toll. Und auch vom Gefühl her für den Konsumenten hebt dieses Tiegelgedönsen den Wert an. Also das hätten die vielleicht auch am Anfang ein bisschen besser mixen können, dass man da auch schon direkt Tiegel drin hat und nicht einfach zweimal dieses Live-Plankton-Gedönsen reinpacken. Das, ja. Die erste Halbzeit gefällt mir schon mal richtig gut. Wir haben hier für 40 Euro ja im Prinzip, für 45 Euro im Prinzip 42,50 Produkte stehen. Oder? 45 Euro, 44,50, so. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Produkte von Biotherm sind nun mal sehr hochpreisig, weil auch sehr, sehr hochwertig. Ja, ist gut, ne? Weiter geht es am 13. Dezember mit Gesichtsreinigung. Da haben wir wirklich schon allerhand hier drin, aber das hier ist auch ein Cera Cleanser Cream to Foam Produkt, also im Prinzip der zweite Schritt vom Double Cleansing und das zweite Produkt aus der Reihe. Das ist für sensible Haut auch geeignet, ist mit Bioceramiden, Niacinamiden, Live Plankton und Probiotic Fraction. 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das hört sich für meine sehr sensible Haut sehr, sehr positiv an. Finde ich klasse. Ja, und jetzt am 14. Dezember haben wir was drin, was ich auch schon bei mir stehen habe in meinen Backups, was ich unbedingt mal ausprobieren möchte. Die Aquasource Ciza Nutri Cream mit Centella Asiatica und Live Plankton 20 Milliliter. Finde ich richtig ansprechend. Also Ceramide sind toll, Ciza ist toll. Wir haben Centella Asiatica hier drin, was auch toll ist. Also das ist alles sehr, sehr pflegend und hautberuhigend. Und sowas macht mit meiner sensiblen Haut halt wirklich richtig Sinn. Gerade jetzt so nach dieser Ausreinigungsgeschichte und so, die ich gemacht habe. Ne? Die Inhaltsstoffe, die ich jetzt brauche, also meine Haut. Relativ random haben wir jetzt am 15. Dezember was für die Hände drin, Biomain. das ist ein Anti-Drying Hand Treatment mit 20 Millilitern. Also in einem Pflege-Adventskalender macht Hand- und Lippenpflege auch durchaus Sinn. Aber hier haben wir bislang eigentlich nur Produkte für die Gesichtspflege drin gehabt. Deswegen finde ich das jetzt echt sehr außer out of order, mehr oder weniger, ne? Am 16. Dezember haben wir wieder etwas aus der Biosource-Reihe und zwar den Softening Foaming Cleanser. Jetzt reicht's aber auch mal, Leute. Ganz schön viele Cleanser, ne? Jetzt ist es, glaube ich, der dritte aus dem zweiten Schritt der Double Cleansing-Reihe. 20 Milliliter sind hier drin enthalten. Finde ich persönlich toll, aber ich bräuchte jetzt tatsächlich nicht noch ein Gesichtsreinigungsprodukt. Auch wenn man natürlich immer wieder daran denken sollte, sein Gesicht zu reinigen. Ich möchte mehr Pflege haben. Ach, guck mal, am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, werden auch die Männer glücklich gemacht, denn hier haben wir etwas drin. Biotherm Om Aqua Power Advanced Gel. Ultra Hydratant and Fortifying
Ultra Moisturizing and Strengthening 20 Milliliter. Also das wird eine Gesichtscreme für den Herren sein. Ja, es steht hier draußen nirgendwo dran, dass es für Männer oder für Frauen ist. Dementsprechend ist es gut, wenn hier auch mal Produkte aus der Biotherm-Reihe drin sind. Männer haben eigentlich auch eine etwas andere Haut als wir Frauen. Viele Produkte kannst du unisex verwenden, aber Männer haben ja, glaube ich, eine dickere Lederhaut und dementsprechend brauchen die manchmal etwas andere Pflege als wir. Und ich glaube auch, dass Männerhaut eher so dazu tendiert, öliger zu sein als die Frauenhaut, wobei die da ja auch dann die für Mischhaut und ölige Hautreihe nehmen könnten, also diese Aqua Source Reihe, ne? Ja. Okay, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir jetzt noch etwas für den Körper mit drin. Und zwar ist das die Bodylotion, die Le Corporel L'Original mit 40 Millilitern. Das ist so eine Bodylotion, die hat einen leicht zitrischen Duft oder ziemlich zitrischen Duft, was natürlich sehr positiv dann... rüberkommt, weil alles, was so zitrische Düfte sind, ist stimmungsaufhellend eigentlich. Ne? Und bei mir jetzt nicht unbedingt, weil ich nicht so gerne zitrische Düfte mag, aber im Allgemeinen, glaube ich, kommt das ganz gut an. Ja, wir sind jetzt wirklich so ein bisschen gerade in so einer, wie soll ich das sagen, wenn man als Frau diesen Adventskalender auspackt, wo man Bock auf Hautpflege hat und das damit ja auch irgendwie damit assoziiert, ist man jetzt schon seit ein paar Tagen nach der Cizanutri-Creme vielleicht in so einem Tal, dass man sich denkt, Leute, so langsam könnte es auch wieder bergauf gehen, denn hier haben wir auch von Biotherm Om das Four Supreme Blue Serum, das ist Anti-Aging and Repairing aus der Biotherm Om-Reihe mit 18 Millilitern, was natürlich per se total klasse ist. Und ich glaube auch, wenn man als Paar den Adventskalender auspackt, ne, oder wenn halt, wenn man einen Lebensgefährten hat oder einen Mann hat oder sonst irgendwie oder einen Vater oder so, dass man das dann weitergeben kann oder für sich selber halt auch verwenden kann. Aber gut, ne, ich glaube, online stand schon was drin ist, dementsprechend war man darauf vorbereitet. Aber wenn man vielleicht so, ich denke mal dran, wenn jetzt mein Dad diesen Adventskalender meiner Stiefmom schenken würde, dann würde sie sich jetzt wahrscheinlich so ein paar Mal fragen, so, hä, was ist das? Warum? Ja. Aber gut, ein schönes Produkt, was sicherlich auch seinen Preis hat, seinen Wert hat. Ne? Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es wieder ein bisschen mehr aufwärts geht Richtung sei spektakulärer, lieber Adventskalender. Und da kommt er um die Ecke und gibt uns eine Live-Plankton-Maske mit 15 Millilitern. Sehr interessant. Ich wusste nicht, dass es sowas sogar gibt. Also die Live-Plankton-Reihe, ja, habe ich auch schon kennengelernt, wie gesagt. Aber dass es hier auch eine Maske gibt, finde ich sehr spektakulär. Auch das in so einem schönen Tiegelchen, finde ich klasse. Also da geht es jetzt wieder bergauf Richtung Heiligabend. So können wir uns am 21. Dezember mit der Aqua Source Reihe noch einen Night Spa gönnen. Und zwar ist es ein Triple Spa Effect Night Balm, Rehydrated, Smoothed and Soothed Skin. Mit 20 Millilitern. Das kannst du dir einfach als Nachtcreme auftragen. Ne? Kannst du auch als Nachtmaske verwenden, wenn man das wirklich dick auftragen möchte. Aber ich bin jetzt ein Bauchschläfer. Ich brauche das Ganze nicht im Gesicht, im Kissen haben, sondern im Gesicht behalten. Ne? Und das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Vor allem, dass es so feuchtigkeitsspendend sein soll, mag ich sehr gerne leiden. Am 22. Dezember kommt hier noch die Blue Therapy Uplift Night Cream um die Ecke. Auch die mit 15 Millilitern und in einem wunderschönen Glastiegel. Wir hatten ja auch schon die Uplift Day Cream. Dann kannst du das beides im Kombi verwenden, um halt so einen Mega-Lifting-Effekt zu bekommen. Das finde ich schön, muss ich wirklich sagen. Wir haben auch sehr oft in Adventskalendern eben diese hier als sehr, sehr kleine Tube drin. Und hier sehen wir es halt einfach mal in einem schönen Tiegel. Das mag ich. Ich habe sie schon vermisst und am 23. Dezember kommt sie. Ich glaube, das dürfte sogar die einzige Full-Size in dem Adventskalender sein. Das ist die Lippenbutter Beurre de Lèvre mit 13 Millilitern Hydrating Lip Balm. Genau. Und wir hatten ja schon Handpflege mit dabei. Wir haben jetzt auch Lippenpflege mit dabei. Wir haben auch Körperpflege in dem Adventskalender gehabt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, welches Highlight am 24. Dezember an Heiligabend auf uns wartet. Natürlich ist es ein Tiegel. Oh, das ist cool. Würde ich euch eher abends empfehlen. Das ist die Biotherm Blue Pro Retinol Multi Correct Cream mit 15 Millilitern. Also an und für sich richtig, richtig geil. Würde ich so derbe feiern, wenn ich nicht schon das Retinol Serum ausprobiert hätte. Oder war das die Retinol Creme? Weiß ich gar nicht. Und es leider nicht vertragen habe. Ne, das ist von Biotherm ein...
der Retinolarten, die meine Haut nicht so gerne mag. Ich habe da sehr, sehr gereizte Haut durchbekommen. Aber an und für sich ist es sehr cool, hier eine Retinolcreme in die 24 reinzugeben. Denn so rundet es den Adventskalender echt ab. Wie gesagt, verwendet Retinol am besten abends. Ich habe hier mal so ein Video gedreht, wo es um die High Concentrates von Dalton ging. Da haben die auch Retinol mit ins Sortiment aufgenommen und da habe ich euch ein bisschen was zu erzählt. Jetzt habe ich den Adventskalender vor mir stehen und es sieht eigentlich echt schön aus, weil es erst so blass anfängt und so hellgrün. Dann geht das Ganze ins Weiß-Rosane weiter und dann werden wir Richtung Blau. Also optisch gesehen gefällt mir das schon mal richtig gut. Und vom Inhalt her muss ich sagen, wenn man 89 Euro für den Adventskalender ausgibt, bekommt man auch was für sein Geld. Auf jeden Fall. Was mich stört, ist das doppelte Serum. Das muss wirklich nicht sein. Ne? Das weiß ich nicht. Also es ist wirklich das identische Serum zweimal. Das muss nicht. Und es ist halt relativ, durchmixt. Also man hätte vielleicht alles ein bisschen schöner gestalten können, sodass du nicht so viele, also die beiden Männerprodukte so schnell aufeinander hast und auch nicht die, Gesichtsreinigungsprodukte so schnell aufeinander. Aber an und für sich haben wir hier einen richtig coolen Inhalt. Wenn man vielleicht mal drüber nachgedacht hat, Biotherm überhaupt mal auszuprobieren als Marke, ist der Adventskalender definitiv sehr gut dafür geeignet. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Reihen auszutesten und sogar ein bisschen Handpflege, ein bisschen Körperpflege auszuprobieren, ein bisschen Lippenpflege. Das kommt schon auf jeden Fall ganz gut, ne? Und ja, wir haben auch eine Augencreme mit dabei. Da hätten die gerne noch eine weitere von einer anderen Reihe mit reinpacken können. Aber ich finde, für 89 Euro bekommt man auch was für sein Geld. Jetzt hat man natürlich schon gesehen, dass es sehr viele Angebote gibt. Also den würde ich mir dann auch an eurer Stelle reduziert halt holen. Ne? Und aber wenn ich auf meinen Tisch schaue, muss ich sagen, ist das auf jeden Fall ein deutlicher Wert, den wir hier präsentiert bekommen. Und das finde ich nett. Das finde ich sehr sympathisch. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich ihn euch verlinkt. Und dann wäre es hier gewesen. Ja, aber erstmal schreibt mir gerne eure Meinung zum Adventskalender in die Kommentare. Da können wir uns nämlich immer gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.